herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Ist jetzt angesagt hier, und zwar das zweite Spiel. Jetzt hatten wir ja BBVA. Ja, Aufstellung bearbeiten. So, Mannschaftsauswahl. Wir nehmen jetzt mal das franche Team. So, wollen wir mal gucken, ob wir es mit dem auch reißen. Dafür muss ich mich aber kurz anders hinsetzen. So. Gucken, was wir jetzt für einen Gegner bekommen. Ich habe schon beim letzten Video gemerkt und beim Pack Opening, dass es bei der Alligator wieder eine Verzögerung gibt. Ich habe schon versucht, die zu beheben, aber ich habe einfach keine Ahnung mehr wie. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich weiß nicht mehr weiter. Napoli FC, 78er Wertung. Okay, scheint jetzt auch noch nicht so das besonderste Team zu haben. Vielleicht, ich kenne die Spiel aber auch gerade gar nicht, bis auf den Torwart, der ist, glaube ich, Mandanda. So, dann geht's auch los. Also wenn das Spiel wieder verzögert ist wie das letzte, dann tut's mir leid. Ich hab's versucht zu beheben, aber ich krieg es einfach nicht auf die Kette. Vielleicht habt ihr da wirklich eine Idee. Das wäre schön, wenn das behoben werden würde. Weil eigentlich möchte ich das nicht so ausstrahlen. Muss ich aber jetzt nun. Ich möchte euch ja das jetzt auch nicht vorenthalten. Gute Flanke. Hoffe, damit könnt ihr leben. Berbatov. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal hier auf das Spiel. Boah. Da kommt Moutinho angelaufen. João Moutinho. Ach Gott. Mann. Okay, das ist unser. Oh, das ist nicht mal unser. Scheiße. Ja, sehr gut, sehr gut. Ball im Seitenaus, Einwurf. Kopfball. Oh Mann, kommt auch da hin. Ja, hier wieder viel über Flanken. Müsste der Torwart muss sie nur haben. Nein, der faustet den nur ganz, ganz schlecht weg. So, jetzt hier über außen. Komm schon. Jetzt eine ordentliche Flanke. Oh, ist auch nur so ein Drecksding. Ja, und sein Torwart hält den natürlich fest. Der ist nämlich ein bisschen besser als meiner. Für das französische Team jetzt auch kein Spieler dazugeholt. Sind alle wirklich gezogen. So, kommt schon, Pressing. Jawohl. Schön. Ja, tolle Chance. Und jetzt mal hier Berbatov schicken. Jawohl. Schön. Ah, schade. Gut, wir kriegen aber den Freistoß. Denn er hat Vorteil gegeben. Schade, ich dachte, er kommt da noch dran. Schön durchgesteckt. Aber die Freistoßposition nehme ich natürlich auch. Muss man dann gucken. F25 Freistoß. Ja, der kann ja gar nichts. Moutinho. Nehmen wir doch mal dafür. Und klatschen den doch jetzt einfach mal rein. Oh Gott, oder auch nicht. Ja, Freischüsse muss man hier, glaube ich, wieder ein bisschen trainieren. Dann kriegt man die, glaube ich, echt gut wieder platziert. Einfach mal schießen. Und der ist drin. Schönes Tor. Ja, geil. Ben Yedda. Schön. Geil. Freue ich mich. 1-0. Wiesam Ben Yedda. Wenn er so richtig ausgesprochen wird. Keine Ahnung. So. Direkt mal wieder den Ball erobert. So. Dann jetzt wieder. Nein, ich wollte über außen eigentlich. Scheiße, habe ich zu lange gewartet. Boah, schön gespielt, aber das ist der Torwart. Ja, ich dachte jetzt schon Elfmeter. Habe ich kurz durchgeatmet. Aber er gibt keinen Elfmeter, sondern. Er gibt Freistoß. Nein. Oh. Freistoß für den Torwart. Offensivfoul nennt man das Ganze.
Berbatov. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Ey, nein, das war natürlich nichts. Er hat ganz klar den Ball gespielt. Schade, Berbatov ist natürlich jetzt nicht die Pace-Hure schlechthin. Hab's trotzdem einfach mal probiert. Okay, der geht zum Torwart zurück. Gute Übersicht. Und dann über außen versuchen. Ist er am richtigen Ort. Ja, über außen. Sehr schön. Und einfach mal schicken. Oh Gott. Pass war jetzt nicht optimal. Die Richtung war schon gar nicht verkehrt. Komm schon. Jawohl. Schön. Mit Moutinho kann man hier echt gut spielen. Schade. Ja, den kriege ich dann auch noch. Oder auch nicht. Okay. Habe ich jetzt anders gesehen. Einfach mal flanken. Die kommt gar nicht so schlecht. Ah, schade. So, wieder über außen. Oh, das war schlampig. So, sehr schön. Oh, schön durchgesteckt. Und jetzt mach rein. Oh, stark gehalten. Ganz starke Parade. Schade, schade, aber auch schöner Spielzug. Und schön da durchgesteckt. Und jetzt mal flach. Ah, schade. Ein Stückchen zu spät. Vielleicht habe ich auch zu früh reingeflankt. Okay. Der Gegner verliert immer direkt die Bälle jetzt an uns. Jetzt gewinnt er mal ein. Versucht jetzt mal die über die Seite. Über die andere Seite was zu machen. Gar keine schlechte Idee. Aber unser Spieler war da. Nein! Oh, das war blöd. Das war ganz blöd, den Ball zu verlieren. Okay, sehr gut, sehr gut. Und weiter raus. Und das klappt genauso gut wie auf der anderen Seite. Ah, Mann. Stark, Moutinho. Ganz stark den Ball zurückerobert. Und jetzt mal eine Flanke. Und! Oh, schönes Tor. Aluminium. Die Trophäe freigeschaltet. Ja, geil. Die Flanke war auch sehr, sehr geil. Schön reingezogen. Kann man sich jetzt nochmal angucken. Und dann gewinnt auch mal so ein kleiner Spieler ein Kopfballduell gegen einen Abwehrspieler. Natürlich ist ein bisschen Glück im Spiel, dass der vom Pfosten reingeht. Schon wieder was. Alter, schon wieder er. Hm. Geil. Der gefällt mir. Obwohl ich ihn gar nicht kenne, wo er jetzt. Ich glaube Toulouse spielt er. Okay, das ist unser. So. So möchte ich auch gerne spielen. Und jetzt, jawohl. Ah, oh, Mann. Da hat er ein bisschen zu lange jetzt gebraucht, den Ball zu verarbeiten. Ansonsten wäre das auch so eine sehr, sehr brenzlige Situation gewesen. Unser Torwart, nein, unser Torwart macht das nicht. Das macht mal Moutinho. Unsere Nummer 7. Schade. Hä? Warum kriege ich den Spieler denn nicht? Oh, oh. Oh, oh. Nein. Sehr gut. Sehr, sehr gut gehalten. Ich glaube, der hätte aber noch gehen können, weil ich daneben getackelt habe. Glück gehabt für mich. Aber das heißt nicht, dass nichts... Oh, nichts verloren ist, denn die Ecke war nicht schlecht. Alles klar. Nein, jetzt spiele ich auch noch dahin und er rennt dahin. Gut, 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 gut. Das haben sie ganz gut einstudiert. Kein schlechter Versuch. Da hinten. Mal die Seite verlagern. Schön, der Spieler. Der Verteidiger überrennt mich. Hinterläuft mich, nimmt man es auch. Überrennt mich. Gut gemacht. So, dann zurückwerfen. Nein! Mann! Manchmal bewegen sich die Spieler sehr langsam. Finde ich ein bisschen schade. Und die Flanke jetzt. Und!
Ah, schade, wäre aber doch. Aber immer in der Ecke rausgeholt. Schon wieder geht der Torwart hin. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ich glaube, da muss ich nochmal was umstellen. Ah, schade, pfeift er jetzt ab. Aber war eh zu mittig. Schade. Schade, schade, schade. Aber geben wir uns auch mit dem Ergebnis erstmal zufrieden. Wir hatten auch zweimal hinten Glück. Und das macht der Spieler nicht go. Ready. Dass wir das Ganze hier überspringen können. Ja, wieder sieht es für mich. Kleiner Vorteil habe ich schon. Aber diesmal gewinnt er die zwei Kämpfe. Aber er macht's nicht. Er macht dem halt nichts draus. Soll mir recht sein. So, dann warten wir mal auf den Gegner. Ich schätze mal, er lässt alles runterlaufen, so wie ich die Gegner kenne. Das war ja schon immer so. Gefrustet und dann einfach mal ein bisschen den Gegner ärgern damit. Nur 8 Sekunden noch. Und da geht es auch schon weiter. Spielt er auch weiter? Anscheinend nicht so. Oder er lässt einfach wieder noch die Anschlusszeit ein bisschen verzögert. Der Spieler steht übrigens da drin. Einer von ihnen. Von denen. Mensch. Komm, lass uns doch hier. Ja, geht doch. Jetzt spielt er weiter. Das war so klar. Und jetzt Grosicki. Schade. Flanke hätte vielleicht ein bisschen länger kommen sollen, habe ich aber zu spät gesehen. Oh, ein bisschen Glück gehabt mit der Grätsche. Oh, mit der auch. So. Schön jetzt gespielt. Direkt mal die Flanke bringen. Die kommt auf... Oh, wohin köpft Berbatov denn? Och, was mache ich da? Das hätte man besser spielen können. Oh, 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 oh. Ja, und wieder ist unser Torwart da. Unser Lopez. Berbatov ist verletzt. Ja, egal, der macht das. Der kann das. Hat er sich beim Kopfball verletzt, oder was? Boah. Starker Schuss. Kann er auch schön abschließen. Habe ich ihn nicht behindert. Werde ich jetzt hier gezwungen, den auszuwechseln? Wen habe ich denn da jetzt mit? Ich lasse den einfach weiterspielen, oder? Kann ich doch bestimmt. Achso, er hat wahrscheinlich auf Stopp gemacht. Da hat er das schöne 2-1 gemacht. Ja, lässt er sich zurecht feiern. Das war schon echt geil. Ja, kann man es jetzt wahrscheinlich eh noch ein paar Mal sehen. Da habe ich mich falsch gestellt. Das hätte ich, wenn ich mit ihm zugestellt hätte, dann hätte er den Schuss geblockt. Habe ich aber jetzt nicht geschafft. Berbatov, mach's mal alleine. Berbatov! Und da ist das 3-1. Jawohl. Berbatov, dachte ich mir einfach mal, gehst du durch und Berbatov macht es. Ja, geil. Da sage ich noch, der ist langsam und dann sprintet der einmal durch. Entweder hat er jetzt damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich so durchgehe. Oder da hat der Berbatov einfach mal den Sprint gezündet. Den Turbo. Och Gott, Mann, nicht so ein Pass. Ich meine, jetzt auf den Außen hätten wir aber auch ein paar schnelle Spieler, deswegen läuft es wahrscheinlich mit dem Team ein bisschen besser. Nein. Das heißt, irgendwie verlieren wir aber die Zweikämpfe. Ist auch noch nicht so cool. Eigentlich würde ich lieber beides haben. Oh, da hat er uns beinahe auch alle ausgedribbelt. Uns alle ausgedribbelt. So. So. Und jetzt wieder eine Flanke. Und da hat er diesmal schön aufgepasst. Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Autsch. Kommt schon. Ah, schade. Nein, ich wollte den noch gar nicht klären. Hätte den jetzt nicht noch antäuschen können.
Manu. Klare Sache, für war es leider die falsche Tastenkombination. Nein, zu lasch verteidigt und der steht da gut. Aber unser Keeper kriegt gerade noch die Arme hoch. Ein besserer hätte den jetzt wahrscheinlich festgehalten. So ist es jetzt leider wieder in der Ecke. Aber schön geklärt von dem Keeper. Und jetzt über Berbatov. Schön Berbatov. Der ist ja ganz schön flink. Und jawohl. Schön gemacht. Berbatov lässt den einen aussteigen. Spielt dann rüber auf Ben Yedda, der sein drittes Tor macht. Sehr schön. Normalerweise hätte ich es jetzt versucht, ohne den Pass rüber zu spielen, aber ging jetzt nicht anders, denn dann hätte der Spieler mir den Ball abgenommen, das habe ich schon vorher gesehen. Dann mache ich es doch lieber so und jetzt versucht er zu tricksen und schlägt natürlich fehl. Das sind die ganz normalen Frustattacken, die man dann einfach hat. Und ja, ich kann ihn auch verstehen, ich reagiere fast genauso. Ich kann das auch nicht haben, verlieren ist für mich... echt ein No-Go. Oh, schön geköpft vom Keeper. Gib mir den Spieler doch. Oh. Oh, der hat ja voll das gute Dribbling. Berbatov. Ah, schade. Beinahe durch die Beine durchgepasst. Schade. Oh, das ist ein schöner Pass. Aber unser Spieler passt auf. Oh, da ist auch noch einer. War jetzt wichtig, das Kopfballduell zu gewinnen. So. Das sieht aus wie Training. Schade, wollte ich nochmal alle stehen lassen. Und jetzt in der Mitte. Schöner Spielzug, aber leider nicht belohnt worden. Oha. Ja, schöne Grätsche. Ja, es läuft eigentlich ganz gut mit dem Team. Ich bin echt positiv überrascht. Ah, schade. Oh, den lässt er abprallen. Schade. Hat Berbatov so feste geschossen. Vor allen Dingen der Berbatov, der gefällt mir irgendwie, obwohl ich echt immer ein bisschen auf Pace achte. Aber der ist richtig gut. Der gefällt mir richtig. Ich weiß auch noch nicht, was so hier der Trick ist wirklich. Wie man immer, wirklich immer das Tor trifft. Bei FIFA 14 war es ja so, dass man echt fast immer nur flanken musste. Das ist hier jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Das wäre auch schlimm, weil das hat mich nämlich auch echt angekotzt. Boah, es ist echt wirklich nur einen schnellen Spieler außen zu haben, dann die Flanke und egal wer da war, egal wie klein oder groß er war, er musste einfach nur richtig dann stehen. Der hat einfach das Ding dann gemacht. Wird wahrscheinlich jetzt hier auch wieder ein Trick gehen und wohin geht die Flanke denn? Ja, für den Arsch. Aber richtig für den Arsch. Oh, der Pace ist da bei uns vorbei. Nein. Aber keiner ist in der Mitte. Okay, der geht sonst wohin. Das ist, können wir locker klären. Berbatov zustellen. Und sogar den Ball gewinnen. Schade. Oh, da gewinnt er den Ball zurück. Und jetzt einfach mal... Ah, Mann. Wollte ich in der Mitte spielen. Hätte vielleicht noch ein bisschen nach vorne gehen sollen. Boah, schön aufgepasst von unserem Innenverteidiger. Moutinho, der ist auch sehr stark. Und der Yedda, der ist auch richtig stark. Irgendwie ist das ein gutes Trio da vorne. Nein! Oh, schön geblockt noch. Wollte einen schönen Fallrückzieher machen. Wäre wahrscheinlich auch reingegangen, wenn mein Verteidiger nicht reingesprungen wäre. Muss er natürlich aber vorher schon klären. Oh, Manu. Ja, komm, Berbatov! Komm! Manu. Ich glaube, der hat 69 Pace oder so. Entweder hat er echt nicht so die schnellsten Spieler oder... Oder Berbatov ist mit 69 einfach noch richtige Pace-Jurer. Ja. War doch erfolgreich. Ja, der Kommentator sagt, zwei Siege in Folge, wir sind gut in Form. 4-1, das letzte war ein bisschen knapp, das hier schon deutlicher. Und da gab es auch sehr schöne Tore, unter anderem dieses und dann einmal das von dem anderen.
ja, das waren schöne Tore. War auch sehr gut gespielt von dem Team. Das hat mich jetzt eigentlich schon ein bisschen überzeugt, aber naja, es war jetzt auch nicht der weltallerbeste Gegner. Der hat sehr leichtfertig manchmal die Bälle verloren. Tue ich natürlich auch noch. Aber ich habe gewonnen, ich darf das jetzt. Wir sollten uns vielleicht mal einen Münzenboost holen. Unser Multiplikator ist mal 1 und wir kriegen einfach keine Münzen, 0 Münzen. Warum kriegen wir 0 Münzen? Ich habe keine Ahnung, da stand 0 Münzen, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Check ich jetzt nicht. Das war der nächste Dreier. Jetzt haben wir schon 6 Punkte. 2 Siege in Folge, freue ich mich natürlich. Ist sehr cool. Hoffentlich sieht das dann im dritten Spiel genauso aus. Würde ich mich freuen. Und ich hoffe auch, dass ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.